Das größte Lebewesen der Welt ist weder der Elefant noch der Blauwal, sondern ein gigantischer Pilz. Lange Zeit blieb der Gigant unentdeckt, mitunter auch deswegen, weil er unterirdisch wächst. Erst vor 17 Jahren fanden Wissenschaftler der Oregon State University in Corvallis schließlich den 2400 Jahre alten Organismus tief im Waldboden des US-Bundesstaats Oregon. Auf einer Fläche von fast 900 Hektar hat er sich mit seinem weit verzweigten Pilzgeflecht, dem sogenannten Mycel, im Malheur National Forest in Oregon ausgebreitet. Das entspricht einer Fläche von 1200 Fußballfeldern. Doch der Megapilz mit dem lieblich-kindlichen Namen Hallimasch ist ein heimtückischer Killer. Auf seinem Weg durch das Erdreich bohren sich seine schwarzbraunen Fäden in die Wurzeln und Stämme der Bäume ein. Diese saugt er von innen heraus leer, bis sie absterben. Die Forscher entdeckten den Riesenpilz, nachdem sie nach den Ursachen eines rätselhaften Waldsterbens in der Region geforscht hatten. Von den derzeit 30 bekannten Arten des Hallimasch kommen 7 in Europa vor, auch in Deutschland. Für Förster und Bauern gilt er als Schädling, dem nur schwer das Handwerk gelegt werden kann. Auch wenn der Pilz bei Kennern einen gewissen Speisewert hat, raten Experten vom Verzehr ab. Denn auch im gekochten Zustand kann der Pilz giftig, manchmal sogar tödlich sein.